Es ist schon ein paar Tage her, da haben wir zusammen über die besten Spiele, oder ich habe über die meiner Meinung nach besten Spiele aus dem Jurassic Park und Jurassic World Universum gesprochen, die ich selber gezockt habe. Das Video habe ich dir mal hier oben verlinkt. Wenn du das noch nicht gesehen hast, würde es Sinn machen, das nachzuholen, bevor du dieses Video hier schaust. Denn jetzt sprechen wir über die meiner Meinung nach drei besten Spiele aus dem Jurassic Park und Jurassic World Franchise. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Um eine Sache schon mal vorwegzunehmen, die eigentlich komplett klar sein sollte. Das hier ist eine subjektive Kritik, also meine Meinung. Wenn eure Meinung eine ganz andere ist, lasst euch davon nicht triggern. Schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr dazu steht. Schreibt mir auf jeden Fall, was eure Lieblings-Jurassic Park-Spiele sind oder welche ihr zum Beispiel gar nicht gelungen findet. Ich hoffe, das mit meiner Stimme ist nicht allzu schlimm. Ich bin ein bisschen erkältet. Starten wir also mit Platz Nummer 3. Da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Denn Platz Nummer 3 ist ein Game, das ich erst vor kurzem mal wieder gespielt habe. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich gehört das eventuell doch ein bisschen höher. Dann habe ich die anderen beiden Spiele, die ich höher gerankt habe, auch nochmal gespielt. Und dann bin ich so ins Struggeln gekommen und habe mir gedacht, ah, okay, irgendwie komme ich gerade gar nicht damit klar, was jetzt auf Platz 3, was auf Platz 2 und was auf Platz 1 gehört. Ich habe jetzt auf Platz 3 Lego Jurassic World gesetzt. Und dafür habe ich auch eine Begründung. Ready yet, of course, but the park will open with the basic tour you're about to take, and then other rides will come online. Fangen wir vielleicht aber erstmal damit an, dass Lego Jurassic World ein extrem gelungenes Videogame geworden ist. Ich finde es echt erstaunlich, wie man es geschafft hat, trotz der ganzen Lego-Optik den Jurassic Park-Flair und das Feeling einzufangen und das Ganze noch mit so ein paar ganz coolen Gags zu untermalen. Ich habe jetzt nicht allzu viele Lego-Spiele gezockt, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie auch in anderen Teilen vorkommt. Was mir hier aber aufgefallen ist, ist, dass während des Spiels selbst eigene Running-Gags aufgebaut werden. Nur als Beispiel, wir haben hier die Velociraptoren, die auf einmal anfangen, Früchte zu essen und irgendwie auf Bananen abfahren. Wir haben hier den Gag mit der Bockwurst, der öfter mal auftaucht. Oder auch, dass sich der Tyrannosaurus Rex verhält wie ein Hund. Das macht alles wirklich Spaß und ist auch echt sehr sympathisch. Dazu kommt für mich ein ganz großer Pluspunkt, und das vermisse ich bei sehr vielen Games heutzutage. Das ist einfach der Koop-Modus. Und zwar wirklich, dass man mit einem Freund oder einer Freundin zu Hause auf der Couch sitzen kann und nebeneinander das Game zocken kann. Das heißt, ja, ihr könnt das Ganze auch online miteinander spielen. Das heißt, wenn du jetzt eine PS4 hast, ich habe eine PS4, können wir uns da connecten und können das auch so zusammen zocken. Ich bin aber einfach ein Fan davon, sich auch mal persönlich zu treffen und irgendwie im selben Raum zu sein, wenn man sowas zusammenzockt. Das haben immer weniger Spiele heutzutage. Ich verstehe, warum das so ist. Da ist es aber eben noch vorhanden. Und das gibt für mich einfach einen ganz großen Pluspunkt. Noch dazu hat man die Immersion des Jurassic Park oder eben auch von Jurassic World weitergedacht. Wir können den Park erforschen und damit bestimmte Details finden, die wir in den Filmen zum Beispiel nicht gesehen haben. Die Spiele sind natürlich nicht Kanon, weil das Ganze hier auf Lego basiert. Aber die Macher haben sich an offiziellen Karten und Zeichnungen aus dem Jurassic Park Franchise und aus der Vorproduktion des Jurassic Park bedient. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich zum Beispiel ein Video darüber gemacht, warum die Szene aus Jurassic Park, in der T-Rex aus dem Gehege ausbricht, eigentlich gar kein Logikfehler ist. Da gibt es eine logische Erklärung, wie das sein kann, dass der Rex hier aus dem Gehege rausläuft und dass dann da später ein Abgrund ist. Bei meiner Recherche habe ich mich dann auch an ganz vielen Konzeptzeichnungen und Skripten und Aussagen und Foreneinträgen bedient. Der Kanal Peterio aber zum Beispiel, den ich dir wärmstens empfehlen kann, wenn es um das Thema Jurassic Park geht, hat auch Lego Jurassic Park genommen, um diese Szene ein bisschen zu erklären, denn auch hier sehen wir eben genau das. Was ich damit sagen will, ist, dass hier wirklich sehr viel Liebe zum Detail drin steckt. Man sich einfach wesentlich mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie dieser Park aufgebaut ist und nicht einfach nur gesagt hat, wir nehmen jetzt hier ein Produkt, klatschen da den Namen vorne drauf und dann verkaufen wir das eben als Markenprodukt. You patented it and packaged it and slapped it on a plastic lunchbox and now you're selling it. You want to sell it. Well, I don't think you're giving us our due credit. Der Grund, warum das Spiel aber nur auf Platz 3 gelandet ist, ist ganz einfach der, es ist mir zum Teil zu viel Klamauk. Ich denke mal, die meisten von euch, die das Game gezockt haben, wissen, was ich meine. Ich liebe die Szenen, in denen man die Tode aus den Filmen abgewandelt hat. Auch hier wird dann mit der Bockwurst öfter mal gespielt, dass die Raptoren die Bockwurst haben wollen und dass zum Beispiel Joffrey am Anfang nicht stirbt, sondern eben nur seine Wurst verliert. Hört sich irgendwie falsch an. Oder auch, dass wenn Gennaro gefressen wird, putzt er dem Rex noch so die Zähne und da ist dann irgendwie... Das ist
alles sehr charmant gelöst. Aber irgendwie bekomme ich da so ein kleines Marvel-Feeling. Marvel zum Beispiel ist mir zu sehr Klamauk. Damit komme ich nur bedingt klar oder nur in bestimmten Maßen klar. Und das ist mir hier eben auch aufgefallen. Man überspitzt das Ganze einfach in manchen Szenen sehr. Um mal etwas positiv hervorzuheben, was durch diesen Klamauk für mich ein bisschen negativer gestaltet wurde. Sehr positiv ist, dass wir einzelne Szenen aus den verschiedenen Filmen bekommen und die dann mit Rätseln bearbeiten müssen. Zum Beispiel bricht der Tyrannosaurus Rex aus dem Gehege aus. Wir kennen die Szene aus den Filmen. Im Spiel müssen wir jetzt versuchen, ihn abzulenken und ihn quasi vom Auto von Tim und Lex wegzubekommen. Die Lösung des Problems ist es dann, dass wir einen riesigen Knochen bauen müssen, der den Tyrannosaurus Rex ablenkt. Und dann baumelt dann da eben ein riesiger Knochen rum. Das Ganze ist natürlich sehr charmant. Das Ganze ist auch sehr kreativ umgesetzt, wie man dann zu den bestimmten Standpunkten kommt, dass man erst den Rex weglocken muss. Danach muss man das Auto ein bisschen aus dem Schlamm abheben. Dann kann man Lex befreien. Danach muss man sich überlegen, wie man jetzt Tim da aus dem Auto bekommt. Alles cool. Aber wenn Szenen wie diese aufgebaut werden, auch mit der dramatischen Musik aus dem Film, und dann plötzlich ein riesiger Gummiknochen auftaucht, dann reißt mich das so ein bisschen aus dieser Immersion raus. Und deswegen sage ich bis heute, ich hätte gerne ein Spiel aus dem Jurassic Park und Jurassic World Universum, das sich so viel Mühe gibt wie die Lego-Spiele, allerdings auch die Ernsthaftigkeit der Saga beibehält. Es wird noch ein Video von mir zu dem Thema Jurassic Park-Spiele kommen, die wir wahrscheinlich niemals sehen werden. Dabei geht es um bestimmte Fangames, die sich dem angenommen haben. Und da funktioniert das einwandfrei. Ich hoffe, dass wir vielleicht eines Tages auch noch ein Jurassic-Saga-Spiel bekommen werden, das sich dem Ganzen genauso liebevoll annimmt wie Lego Jurassic World, aber eben, naja, mehr für Erwachsene ist. Das ist eigentlich eine sehr schwammige Kritik, weil das Spiel eben auch genau das erreicht hat, was es machen wollte. Es wollte Familienunterhaltung sein und trotzdem noch Nostalgie der erwachseneren Fans abholen. Das funktioniert auch alles einwandfrei. Nur ich habe beim Spielen immer wieder den Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich jetzt einfach gerne mal als richtiges Game und nicht als Lego-Spiel. Das ist auch eigentlich der einzige Grund, warum dieses Game auf Platz 3 gelandet ist. Weil da haben die anderen beiden Teile dem eben etwas voran. Es sind eben keine Lego- und Kinderspiele. Und auch bei Platz 2 und 1 könnte ich wetten, dass es jetzt wieder sehr kontrovers wird. Wie gesagt, bleibt alle ganz ruhig. Lasst euch davon nicht triggern, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich die letzten beiden Spiele jetzt wirklich ranken werde. Und es ist so eine Sache. Es ist immer schwer zu fragen, was ist denn eigentlich dein Lieblingsspiel in dem und dem oder dem Franchise, weil das kann variieren. Ähnlich wie man auch bei Eissorten heute Vanille lieber isst und auf einmal in einem halben Jahr sagt man aber, boah, jetzt habe ich eigentlich mehr Bock auf Erdbeer. Dummer Vergleich, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es gibt Momente, wo ich einfach total Bock auf Marvel habe und dann gibt es Momente, die momentan immer häufiger kommen, wo ich mir denke, oh nee, ey, eigentlich nicht. So ist das auch bei diesen beiden Games, aber ich habe sie jetzt eben ganz frisch nochmal gezockt und jetzt muss ich hier meine Entscheidung treffen. Anhand dessen, was ich jetzt vor ein paar Tagen erst wieder für Erfahrungen gemacht habe, landet auf Platz 2 Jurassic Park Operation Genesis. Jurassic Park Operation Genesis ist der Vorgänger zu den Jurassic World Evolution Spielen. Also wir bauen hier eben einen Park auf mit Dinosauriern. Wir müssen das Geld verwalten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Besucher zufrieden sind. Wir müssen mit Essensständen dienen. Wir müssen Toiletten bauen. Wir müssen Bänke bauen. Also das ganze Konzept, was wir eben auch aus den späteren Spielen kennen. Nur mit einem ganz großen Unterschied. Es ist ein bisschen fokussierter auf das ganze Parkaufbaugefühl. Ich habe bei Jurassic World Evolution 1 ja kritisiert, dass man da ständig irgendwas machen muss. Es muss permanent irgendwas repariert werden, dann ist der Saurier krank, dann hat der Tollwut, da bricht einer aus, da wurde jetzt ein Zaun gehackt, da ist der Strom ausgefallen. Das haben sie bei Jurassic World Evolution 2 gut reduziert, aber es ist eben immer noch da und zwar noch genug da, dass ich eben sage, für mich kommt nur der Sandkastenmodus in Frage, wo ich dann selber ein paar Sachen einfach ausschalten kann. Natürlich spielt bei meiner Entscheidung, Jurassic Park Operation Genesis auf Platz 2 zu setzen, also über die Evolution-Teile, auch sehr viel Nostalgie eine Rolle. Ich verbinde einfach sehr viel mit den Original-Jurassic Park-Teilen, also 1, 2 und 3 natürlich auch. Ich weiß, 3 hassen ja viele, ich aber einfach nicht. Damit müsst ihr einfach klarkommen. Und Jurassic Park Operation Genesis kam kurz nach Jurassic Park 3 auf den Markt. Und das Geile daran war, man konnte zum ersten Mal wirklich seinen eigenen Park aufbauen. Und das gab es vorher noch nicht. Und ich weiß noch, wie mein Bruder und ich uns immer abwechselten und dann auch bestimmte Challenges hatten. Okay, der hat jetzt schon 3 Sterne und der andere hat nur 1 Stern. Und ich bin immer wahnsinnig geworden, wenn er mich überholt hatte vom Ranking. Das war einfach eine sehr coole Spielerfahrung. Wie gesagt, vielleicht nimmt das auch viel mehr Einfluss auf mich als jetzt diese Jurassic World Evolution Spiele, weil da habe ich nicht so viel Erfahrung mit gehabt und auch nicht so eine positive familienbezogene Erfahrung. Ihr wisst, wie ich das Ganze meine. Deswegen wird das Spiel bei mir auf jeden Fall auf Platz 2 landen. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass die Grafik für damals von den Dinosauriern wirklich bombastisch war. Ähnlich wie man heutzutage sagt, boah, Jurassic World Evolution 2 sieht hier aus wie echt.
So war das damals auch. Nicht ganz so krass, aber die Saurier sahen für damals wirklich verdammt gut aus. Deswegen Jurassic Park Operation Genesis auf Platz 2. Kommen wir jetzt zu Platz 1. Und auf Platz 1 werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht kommen. Ich gebe euch ganz kurz Zeit, mal zu überlegen, was könnte der Kerl jetzt auf Platz 1 setzen? Die Antwort ist Jurassic Park 3 Dino Attack. Irgendwie haben verschiedene Länder einfach andere Namen für das Spiel. Es gibt, glaube ich, 4 verschiedene Namen. Bei uns hier in Deutschland hieß es, meine ich, Island Attack. Ich habe keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall um dieses Spiel hier. Und ihr seht richtig, es ist ein Game Boy Advance Game. Und ja, da könnte man sich jetzt drüber aufregen und sich denken, Alter, was hast du denn gesoffen? Der Punkt ist aber eben einfach der, dass ich Retro-Spiele sehr gerne habe. Das heißt, bei mir kriegt ein Spiel keinen Vorzug, nur weil es eine geile Grafik hat oder eben weil es neuer ist. Bei mir bekommt ein Spiel Pluspunkte, wenn es eine Immersion erzeugen kann. Das heißt, im Fall von Jurassic Park, Klaustrophobie, Angst, wir sind alleine auf einer Insel, bringen mir das Dschungelgefühl einfach rüber. Und das macht das Spiel wirklich perfekt. Als ich das Game wieder angezockt hatte, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hast du noch von früher einfach ganz andere Erfahrungen mit dem Spiel, die aber gar nicht so wirklich waren. Ich meine, man kennt es, man schaut sich irgendwie heute nochmal ein Spiel für die PlayStation 2 an und denkt, oh, ach du Scheiße, das habe ich aber anders in Erinnerung. Bei dem Spiel ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Ich war tatsächlich überrascht gewesen, wie gut das immer noch funktioniert. Wir spielen Dr. Alan Grant und eigentlich soll es die Story von Teil 3 nachspielen, von Jurassic Park 3. Da Jurassic Park 3 aber eben nicht so wirklich der Stoff ist, um ein Videospiel draus zu machen, hat man eben sehr viel dazu gedichtet. Und das funktioniert sehr gut. Wir stürzen also auch mit einem Flieger ab und sind aber der einzige Überlebende. Wir haben noch irgendwie Funkkontakt mit einer anderen Person, die uns ab und zu mal Hilfestellungen gibt und das ist auch ganz clever mit eingebunden. Die Dinosaurier hier sind wirklich eine Gefahr und das, obwohl wir eine Waffe haben. Das heißt, wir können Kisten in die Luft jagen, wir können die Dinosaurier abschießen, wir können sie aber nicht töten. Das heißt, die sind maximal betäubt und stehen irgendwann wieder auf. Da gibt es Momente, die wirklich für Panik sorgen. Wenn man irgendetwas schnell aktivieren muss, wenn man einen Code finden muss, man hat aber nur eine einzige Kiste in der Mitte des Raumes gegeben. Das heißt, wir haben nur eine einzige Chance, einen Raptor zu betäuben, indem er in die Kiste reinläuft und wir die Kiste abschießen. Wenn wir das machen, und der Raptor wacht wieder auf, wir schaffen es aber nicht, die Tür zu öffnen in der kurzen Zeit, haben wir halt ein Riesenproblem, weil das Vieh dann permanent an unseren Schuhsohlen hängt und sogar so ein kleiner Effekt von Alien Isolation auftaucht. Wir sind einfach unfassbar, wenn wir vor so einem Saurier stehen. Und diese Gefahr eines Dinosauriers, jetzt nochmal um einen anderen Vergleich zu bringen, ist ähnlich wie auch bei Resident Evil 1. Hat man da einen Zombie im Gang gesehen, war das schon so, okay Mist, da muss ich irgendwie außen rumlaufen. Waren da auf einmal 2 Zombies im Gang, hast du schon Panik bekommen. Und so ist das auch hier und so sollte das eigentlich auch wirklich sein. Wir müssen bestimmte Rätsel lösen, die nicht allzu schwer sind, die sich aber sehr organisch in dem Spiel anfügen. Zum Beispiel bestimmte Codes knacken, um Türen zu öffnen, die von Mitarbeitern des Jurassic Park eingefügt wurden. Und wir müssen als Dr. Alan Grant jetzt erstmal Karten finden, um die Rechner überhaupt anzuschalten. Hört sich vielleicht recht öde an, aber es passt einfach sehr gut in das Game mit rein. Wir haben permanent das Gefühl, dass die Insel wirklich lebt, dass die Insel sich auch langsam bewusst ist, dass wir auf dieser Insel sind. Es tauchen immer mehr Dinosaurier auf, es tauchen Saurier auf, die wir auch im dritten Film nicht sehen, wie der Dilophosaurus zum Beispiel. Man hat sich sogar die Mühe gemacht, Gegenstände oder auch Türen realistisch darzustellen. Nur als Beispiel, wir haben hier verrostete Türen, die sich wesentlich leichter aufbrechen lassen, als jetzt zum Beispiel die silbernen Türen. Es hört sich jetzt sehr banal an, aber für damals wirklich was Besonderes, gerade in Hinsicht auf ein Game Boy Advance Spiel. Und es geht von Anfang an nur um eins, wir müssen von dieser verkackten Insel runterkommen, koste es, was es wolle. Hier treffen wir natürlich auch auf Gegner wie den Tyrannosaurus Rex oder eben auch den Spinosaurus. Die beiden bekommen hier nie ihren epischen Kampf, der aufgelöst wird. Tatsächlich verlassen wir die Insel ganz zum Schluss und die beiden leben immer noch, weil wir sehen kurz vorher den T-Rex, wie er den Kopf durchs Gebäude rammt und kurz danach rennt dann der Spinosaurus hinterher. Wenn ihr euch jetzt mal auf YouTube bestimmte Speedruns von dem Game anschaut, werdet ihr erkennen, ja okay, das kann man halten, ungefähr 1 Stunde komplett durchzocken. Das ist auch vollkommen richtig, macht aber die Immersion nicht schlechter, wenn ihr das Ganze zum ersten Mal zockt. Wenn ihr noch einen funktionierenden Game Boy Advance zu Hause habt, kauft euch das Spiel. Ich garantiere euch, ihr werdet auch begeistert sein. Das ist wirklich unfassbar, wie gut das alles funktioniert. Aus diesem Grund ist das jetzt hier meine finale Tribüne. Die Spiele, die mir aus dem Jurassic Park Universum einfach am besten gefallen. Wir haben jetzt hier auf Platz 3 Lego Jurassic World. Ein wirklich detailverliebtes und intelligentes Spiel mit Koop-Modus, das aber hier und da Abstriche bekommt, weil es eben sich zu kindlich anfühlt und man es mit den Gags für meine Meinung ein bisschen übertreibt.
Auf Platz 2 haben wir Jurassic Park Operation Genesis, einfach ein Spiel aus meiner Kindheit, was den Parksimulator meiner Meinung nach besser hervorhebt, als das, was die Jurassic World Evolution Teile machen. Die großen Abstriche sind hier eben, dass wir nicht allzu viele Möglichkeiten haben, den Park kreativ zu gestalten, und deswegen kann dann hier und da schon mal ein bisschen Langeweile auftreten, wenn man auch gerade warten muss, bis Dr. Alan Grant ein neues Fossil, einen neuen Bernstein ausgegraben hat. Und auf Platz 1 ist eben Jurassic Park 3 Dino Attack oder Island Attack, weil es einfach, und das obwohl es ein Game Boy Advance Spiel ist, etwas schafft, was viele andere Spiele nicht schaffen, nämlich das Jurassic Park Gefühl wirklich rüberzubringen. Man mag jetzt vielleicht meinen, ey, das Spiel bringt aber auch nur das Jurassic Park 3 Gefühl rüber. Mag sein, aber auch bei Jurassic Park 3, egal was man daran kritisiert, ich glaube, eins kann man nicht wirklich wegsagen. Der Dschungel hat sich noch nie so bedrohlich, düster und klaustrophobisch angefühlt wie im dritten Film. Das bringt das Spiel perfekt rüber. Ich glaube, jetzt gibt's Diskussionsbedarf. Ich glaube, jetzt habt ihr alle Bock, hier ein bisschen zu diskutieren. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Ich werde mir Mühe geben, auf nahezu alles zu antworten, was ihr mir schreibt, auch wenn es vielleicht ein, zwei Tage länger dauert. Ich liebe das, mit euch zu diskutieren über bestimmte Themen. Ich liebe es, wenn ihr anderer Meinung seid als ich. Das ist cool, das macht auch irgendwie den Flair des Kanals hier aus. Und damit bin ich erstmal raus mit diesem Video und denkt immer dran, Jurassic Park 3 ist ein guter Film. Bis dann, ciao.